Hallöchen, meine Damen und Herren. Die Elimination Stage ist vorbei und wir haben 7 richtige. Vielen lieben Dank an meine Berater. Wir sind hier also weitergekommen. Einige haben mir noch geschrieben, dass ich doch bei der Opening Stage nochmal gucken soll. Das wäre recht knapp. Nur daneben war noch nicht vollkommen. Das stimmt, wir hatten 4 von 5. Ist zwar trotzdem neben Slow geschissen praktisch, aber ja, wir waren da dran in der ersten. Jetzt haben wir 7, was eine geile Meile ist. Und nun kommen die Playoffs. Hier seht ihr meine Picks und wir sollten in Theorie Gold noch erreichen können. Je nachdem, wie gut wir jetzt halt picken. Ich habe vorhin kurz mit Demi geschwätzt, von dem ich auch die aktuellen Picks habe. Und er hat sogar die erste Stage richtig gehabt und ist jetzt auf dem Weg zu Diamond. Also ganz feste Daumen an Demi und dadurch auch an uns, weil wir haben seine Picks, wie gesagt, übernommen, dass das so durchgeht, wie hier angezeigt. Richtig geil finde ich hier übrigens, dass Maus sich das 3-0 gesnackt hat, so wie von uns vorhergesagt. Es war ja so ein Wackelkandidat, aber ich habe mir am Ende gedacht, weißt du was, ich lasse das stehen, die machen das schon und zack, sie haben es gemacht. So ist jetzt also die aktuelle Prediction. Ihr könnt noch 2 Tage picken und natürlich kommt hier wie immer der Disclaimer, dass das nicht so eintreffen muss, wie hier gezeigt. Ist ja logisch, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ja, dann wäre es das auch schon wieder gewesen. Vielen lieben Dank für die Kommentare, für die Likes und natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. In den Streams gibt es immer Skin-Giveaways, Viewer-Games und so weiter und so fort. Haut da rein, bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.